So. Helge, jetzt zu dir. Auch du könntest dir vorstellen, Präsident zu werden, habe ich deiner Facebook-Seite entnommen. Von welchem Land denn genau, nachdem, was du jetzt gehört hast? Das war rein optisch. Also ich habe ein Foto hergestellt in meinem selbstgebauten Fotostudio und habe gedacht, ja, so müsste ein Präsident aussehen. Mhm. Irgendeiner. Aber die nächste Präsidentin wird eine Frau. Ja, genau. Präsidentin. Stellst du Ähnlichkeiten fest zwischen dir und Christian Wulff? Ja, die Haare. Also, Ähnlichkeiten mit Sicherheit, klar. Wir alle haben Ähnlichkeiten miteinander. Was ist der größte Unterschied? Der größte Unterschied, was du gerade gehört hast und auch weißt von ihm? Man weiß ja auch sehr viel über ihn. Ich weiß ja nicht viel von ihm. Also, ich habe zum Beispiel, ich kenne ihn persönlich, aber nicht gut genug, um mir ein wirklich vollendetes Bild zu machen. Aber ich habe gerade hier diese Geschichte, die er anscheinend erzählt hat oder aufgeschrieben hat mit den Namen da und so. Es war eine Information aus einem Spiegelartikel, ne? Ach so, ja gut, okay. Aber scheint ja zu stimmen. Ja. Und so, und da, so lerne ich natürlich Menschen auch dann so kennen. Und jetzt weiß ich schon wieder ein bisschen mehr. Würde es dich ernsthaft interessieren oder anders gefragt, was müsste passieren, dass du ernsthaft drüber nachdenkst, in die Politik zu gehen? Gar nichts. Weil, ich kann das genau definieren. Manchmal juckt es mir in den Fingern. Ja, wann? In welchen Momenten? Ach, andauernd, wenn ich so menschenverabscheuendes Denken vor mir habe, irgendwie in Zeitungen lese, was vielleicht dann auch manchmal übertrieben ist oder untertrieben. Also alles, was menschenverachtend ist, dann denke ich, also das ist doch scheiße, wieso sind die denn so? Jetzt möchte man in die Politik gehen und möchte irgendwas sagen, man möchte eine Rede halten, wie Christian Wulff eben schon gesagt hat, er will auch eine Rede halten, das will man machen. Aber ich besinne mich dann immer ganz schnell und denke, ich bin Künstler, ich bin Musiker, ich habe mein eigenes Sprachrohr, das bin ich selbst, ich mache meine, es ist auch Politik. Politik heißt nicht nur, dass du irgendwo im Amt sitzt und stempelst und Reden hältst und ein Volk hinter dich herziehst, so viel wie möglich, sondern Politik heißt auch eine Stimme haben, also irgendwas zu machen und wir Künstler machen ja irgendwas, was andere Leute sehen, hören, fühlen und so und wir geben etwas ab, was persönlich ist und da ich bin nicht menschenverachtend und meine Kunst auch nicht. Ich gebe das ab und dadurch lernen Leute was. Also mehr kann ich nicht sagen. Ja. Sarah Connor hat ja viel etwas Ähnliches gesagt, dass auch sie eben die Kunst da als Sprachrohr benutzt. Auf deinem neuen Album ist ein Song, der heißt Polit-Song. Und darin wiederholst du sehr oft das Wort Trump. Was willst du uns damit sagen? Ich habe das Wort aber jetzt schon abgelegt. Wenn ich das live singe, das Lied, dann singe ich diesen Namen nicht mehr. Weil warum? Der Film. Warum nicht? Wollte ich gerade sagen. Achso, Entschuldigung. weil das für mich schon wieder auch wieder eine definitive Figur ist, die ich da erwähne, die hat mich an diesem Tag genervt. Aber es ist eigentlich, braucht eigentlich gar keinen besonderen Wert auf diesen Namen zu legen und auf diese Person. Weil wir, also die meisten von uns, denken ja, mein Gott, wie kann man so sein? So, das ist für uns eine Negativfigur. Also für mich ist es eine Negativfigur, die aber auch zu unserer Welt gehört. Also wir haben diese Negativfiguren und wir bilden uns immer ein, als er damals Präsident wurde, haben sich verschiedene Leute auch irgendwie gedacht, vielleicht ist das ja doch gut, gerade so ein, der ist vielleicht gar nicht dumm. Aber leider hat man sich da irgendwie wahrscheinlich getäuscht. Es muss irgendwas dahinter stecken, dass andererseits, wir wissen nicht, wie es gewesen wäre ohne den. So ist einfach unsere Welt. Mhm. Und wenn ich einen Polit-Song mache, in dem Fall, dann ist es mehr oder weniger, es war eine Gefühlssache, dass ich dann gerade, Trump war ein Text,
Also mehr Text ist da nicht, also nicht viel mehr. Nee, das stimmt. Reimt sich da noch was drauf? Nee. Auch das ist mir sowieso egal. Auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen. Das ist nicht meine Art. Mhm. Ich mache nicht mit dem Zeigefinger. Trotzdem, es ist ein gleichzeitig Gefühl. Bei dieser Musik, die ich da jetzt irgendwie gemacht habe, passte das aber gerade. Aber mehr oder weniger eben nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern nur als Metapher für das, was wir ständig vorgeführt bekamen und auch immer noch bekommen. Und was du gerade gesagt hast, was du als menschenverachtend empfindest. Ne? Wir haben trotzdem gedacht, dass wir dir eine Freude vielleicht machen mit dem folgenden Foto, weil wir auf dem Album nicht nur den Song über Trump gefunden haben, sondern auch quasi Liebeserklärung, das war ja auch schon das Thema dieser Sendung, an Fleisch. Das ist meine zweite Frage. Album heißt Party People beim Fleischer. Warum ist da so viel, also woher kommt diese Affinität? Ach so, das Foto ist da aber nicht drauf, ne? Nein, das haben wir gefunden. Wir fanden das passt so schön, das verbindet irgendwie diese beiden Leidenschaften auf dem Album. Ja. Woher kommt diese Affinität zum Thema Wurstwaren? Ganz einfach. Es ist ein Lebensmittelpunkt. Das Essen. Spaghetti, ja, wir haben es gerade gehört. Das ist einfach so. Ja. Unser Lebensmittelpunkt sind so verschiedene Sachen. Natur, mittlerweile Autos auch, jetzt Handys und aber auch Essen. Mhm. Und die Liebe. Okay, du redest viel von Liebe und so. Ich könnte das, glaube ich, nicht, weil die Liebe sowieso da ist. Ja? Aber ich, in du meinen redest Liedern, stattdessen mein, von, in meinen Liedern. Von Wurst auf dem Album. Liebe ist nur damit Wurst. Die Zuschauer sich das ein bisschen vorstellen können. Also, ein Song heißt Bonbon aus Wurst, ein Bonbon anderer aus heißt Wurst, das ist aber doch nicht auf dem Album. Aber das habe ich schon vor 30 Jahren mal gemacht. Ja, diese Affinität besteht schon länger bei dir. Ja, die Affinität besteht schon lange. Genau. Und zwar. Ich wollte nicht mehr Lieder machen über Blumen. Ich habe ein Lied gemacht, 100.000 Rosen. Ich habe danach noch überlegt, über welche Blume kann ich noch ein Lied machen? Ich habe dann nie mehr ein Lied über Blumen gemacht, weil ein Lied über Blumen, über so schöne oder eben, es gibt viel schönere Blumen, aber über die Rose. Aber so, die Wurst. Das die ist Wurst einfach so. Variationsfähig. Ja, dann kommt, dann kommt die Wurst oder Käse. Genau, ich meine Aufschnitt. Und, aber ich habe ein Lied gemacht, Wurstfachverkäuferin. Ja. Das verdeutlicht einfach, ich bin der Wurstfachverkäuferin. Da war noch nicht die Diskussion, Wurstfachverkäufer / in. Innen. Das habe ich schon ganz Zeit. Lange gemacht. Da habe ich die Zeichen der Zeit schon erkannt. Es ist auch ein sozialkritisches Lied, wenn es noch so lustig ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass kritische Lieder auch lustig sein können. Also es ist ein kritisches Lied, Wurstfachverkäuferin. Denn die steht ja den ganzen Tag hinter der Wursttheke, verdient kaum Pfennig und geht dann abends nach Hause, ist total kaputt und wacht dann um 5 Uhr wieder auf, um wieder dahin zu gehen. Mhm. Und hat auch noch Schichtdienst am Ende. Also das sind alles Beweggründe, die ich im Kopf habe und die plötzlich ins Klavier fließen und da ist dann ein Lied fertig. Es ist ein lustiges Lied. Ja. Auf dem neuen Album finden sich Dialoge an der Fleischtheke. Welche Art von Gesprächen faszinieren dich da? Also, würdest du was vielleicht rezitieren? Sarah hat gerade was gesungen, vielleicht kannst du auch was zum Besten geben. Ja, könnte ich machen, zum Beispiel an der Wursttheke. Ich habe dann immer zwei Figuren gespielt, wie man das auch so kennt. Ne? Guten Tag. Guten Tag. Bitte schön. Ja, ich hätte gerne, haben Sie Fleischwurst? Nein, tut mir leid, wir haben nur Leberwurst. Leberwurst. Ha. Dann nehme ich Fleischwurst. Es tut mir leid, junger Mann, wir haben leider nur Leberwurst. Ich muss gerade überlegen, das ging gar nicht so. Soll ich das nochmal richtig? Ist genau wie Witze, die man einfach falsch erzählt. Das ist völlig falsch. Kaum erwarten, es richtig zu hören. Richtig? Okay, guten Tag. Ich hätte gern ein Viertel von Fleischwurst. Tut mir leid. Haben wir nicht. Wie? Sie haben keine Fleischwurst? Nein.
Hier ist eine Reinigung. Wieso? Da steht doch Fleischer. Ja, Reinigung Fleischer. Also die heißen so. Ja. Das ist noch dürfer, aber naja. Aber wir, ich sehe dann den ganzen Menschen, der da hingeht und wirklich, das, so Situationen gibt es ja wirklich, ne? Ja. Ich sehe dann die hilflose Frau in der Reinigung, die will dem helfen und kann ihm nicht helfen. Ja, so ist es. Ne? Also würdest du sagen, dass das Gerücht, dass du eine Affinität zu Fleisch- und Wurstwaren hast, durchaus stimmt? Ich habe eine Affinität zu allem. Ja, sehr gut. Das werden wir jetzt weiter testen, denn wir haben etwas vorbereitet für dich. Die 3 nach 9 Gerüchteküche. Okay. Ich konfrontiere dich jetzt mit Gerüchten, die es über dich gibt. Ach so, ich dachte, das ist... Und du, und du sagst uns, ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen. Okay, du kannst natürlich auch immer was dazu improvisieren, was du möchtest. Ist das schlimm? Was? Ist das schlimm? Ist das schlimm? Ist schlimme Sachen dabei? Nein, okay. Bei uns gibt es keine schlimmen Sachen. Schon lange nicht mehr. So, vieles entsteht in bekifftem Zustand. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Also bei mir nicht. Es gibt aber welche, die kiffen. Und da entstehen natürlich Sachen, aber die kenne ich nicht. Okay, gut. Dann, die Frankenpost schrieb, seine Texte kommen ihm manchmal selbst hanebüchen vor. Stimmt das? Das stimmt. Welche zum Beispiel? Alle, nein. Naja, also, was ich eben erzählt habe, das fand zum ich Beispiel. Schon selber so ein bisschen hanebüchen. Weil durch die lange Wartezeit, bis ich hier drankomme... Ich funktioniere nicht mehr so, obwohl ich extra eine Mütze aufgezogen habe, damit nichts wegfliegt. Oh je. Wir probieren es weiter. Ich glaube, du schaffst das. Ja. Seine Spontanität hat er als Kind in Mülheim an der Ruhr gelernt. Durch rhythmisches Umherlaufen. Ja, das stimmt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Soll ich vormachen? Ja. Mit Spontanität zu tun, Helge. Hast du nicht mitgezählt? Nee. Es war ein Viervierteltakt. Ah. Hast du es gesehen? Stimmt, ja, stimmt. Naja, und dass dadurch die Spontanität entstanden ist, das stimmt jetzt nicht so ganz. Aber ich bin immer viel im Rhythmus gelaufen und habe dabei Musik gemacht, so im Kopf. Mhm. Und die Spontanität kann sein, dass die in Mülheim an der Ruhr, wo ich geboren wurde, ich wohne mittlerweile in Malibu, und New York, habe in Paris ein Penthouse und mein eigentlicher Wohnsitz ist bald die Schweiz, wegen der Steuern. Aber ich wohne doch noch, mein Hauptwohnsitz ist immer noch in Mülheim. Nächstes Gerücht. Helge hat einen mega Oberkörper, weil er gerne rudert. Ja, das ist kein Gerücht, das ist leider wahr. Aber ich bin wieder ein bisschen runtergekommen. Ich habe jetzt ein halbes Jahr nicht gerudert. Wo ruderst du denn, wenn du ruderst? Im Schlafzimmer. Ich habe so eine Rudermaschine. Im Ernst? Ich war früher mal Ruderer. Einer bin ich gerudert, Rennruder. Aber ich habe es nicht weit gebracht. Morgens also gleich direkt aufs Wasser, wie das die Hamburger auch gerne machen? Ja, ne, aber ich hatte mal ein Ruderboot, jetzt, wo ich wohne. Ja. Das habe ich auch noch. Ich habe es aber aus dem Wasser gezogen, umgedreht und will das streichen. Weil das muss alle 4-5 Jahre, ist ein Stahlboot, ein Eisenboot. Mhm. Muss gestrichen werden jetzt. Okay. Und ich hatte noch keine Zeit. Meine Reisen führen mich überall hin, zum Beispiel auch hier nach Bremen. Auch deshalb wenn du so spät rangekommen bist, es tut mir leid. Helge ist eigentlich ein großer Melancholiker. Das hat man schon mal gesagt. Jetzt bin ich selber nicht unbedingt derjenige, der mich jetzt von außen sieht und mich als Melancholiker sieht. Ich bin eigentlich unheimlich lustig. Das ist ja das. Das ist ja das. Ich weiß aber, wo das herkommt. Es kommt sicherlich auch aus der. Nicht Melancholie ist nicht das Richtige. Tiefe ist eigentlich das bessere Wort. Tiefe. Die Tiefe heißt, sich Gedanken machen über Sachen, die wirklich ganz tiefgreifend sind. Mhm. Zum Beispiel, ich sitze hier auf dem Teppich. Wann ist der Teppich zuletzt gesaugt worden? Die Art von Tiefe. Waren Kleinlebewesen in dem Teppich?
muss der Teppich geschützt werden und so weiter. Das sind natürlich, das ist jetzt extrem, sag ich mal. Aber daraus entsteht zum Beispiel meine Fantasie. Mhm. Aus dem offenen Auge. Mhm. Okay. Noch ein Gerücht haben wir. Helge kann nicht in Rente gehen, weil die 6 Kinder so teuer sind. Ja klar. Autos, Schulmittel müssen bezahlt werden. Bleistifte, Handspitzer, Buntstifte. Radiergummi. Radiergummi. Du kennst ganz das ja teuer. Auch alles. Ja, ja. Ledermäppchen, und der ganze Firlefanz. Tintenteufel. Ja, ja, sehr wichtig. Und wir haben angefangen mit den Ähnlichkeiten zwischen euch beiden, Christian Wulff und dir. Und ja, wir schließen mit dem letzten Gerücht, nämlich, dass du eine Gemeinsamkeit zwischen Richard David Precht und Reinhold Messner siehst. Hab ich das? Ja. Schon mal gesagt? Hast du im Vorgespräch gesagt? Das habe ich gesagt? Mhm. Das ist ja irre. Kannst du dich nicht erinnern? Nee, ich hab ihn zuletzt den... Er möchte es auch gerne wissen, der Herr Precht, glaube ich. Er was? So. Er möchte es auch gerne wissen, glaube ich. Ja, habe ich das gesagt im Vorgespräch? Ja. Oh, eine gewisse Ähnlichkeit mit Reinhold Messner. Ja, der könnte Bart sein. Lange Haare, Bart. Also das ist wahrscheinlich mein Beweggrund gewesen. Du hast es mit Frauen verknüpft. Nee. Ja. Das kann nicht sein. Doch. Sind beides Frauentypen. Frauentypen, ja gut, okay, Frauentypen. Ja klar, sind Frauentypen. Aber ich glaube, der David Richard Precht ist schon ein Frauentyp, aber der Reinhold Messner vielleicht nicht mehr so. Doch. Ist immer doch, noch, doch. Ja? Ah, ja. Ich kenne mich da nicht so aus. Ich lasse mir auch manchmal einen Bart wachsen. Und ich habe den deshalb abrasiert, weil ich halte das einfach nicht aus. Ich werde belagert, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen.